Volles Haus in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark an der Landsberger Allee. Und das aus gutem Grund. Die Berliner Schwimmmeisterschaften und die Berliner Jahrgangsmeisterschaften wurden am vergangenen Samstag und Sonntag zusammen ausgetragen. Bei all den Schwimmern, ob jung oder alt, war natürlich richtig was los in der Schwimmhalle. Gestartet wurde im Minutentakt und dementsprechend kamen die Zuschauer aus dem Anfeuern nicht mehr raus. Mit Torwin Backhaus von der SG Neukölln war auch ein echter Veteran der Berliner Meisterschaften wieder einmal mit von der Partie. Der 30-Jährige trat zum ersten Mal vor 20 Jahren bei den Jahrgangsmeisterschaften an und ist seitdem Stammgast. Das erste Mal war ich hier 1999. Und jetzt nach 20 Jahren ist immer noch toll, wenn hier jung und alt und groß und klein aufeinandertreffen. Im 100-Meter-Freistil-Finale ließ sich der Olympiateilnehmer von 2012 nichts von der jüngeren Konkurrenz vormachen. Er siegte in 51,49 Sekunden vor seinen Teamkameraden Kevin-Jan Behnke und Timo Jahn von den Wasserfreunden Sparta 04. Über die 50-Meter-Freistil war Alexander Liedtke vom Berliner TSC dann aber schneller. Er sicherte sich den ersten Platz mit gerade einmal 23,17 Sekunden. Ich schon die 100 Kraul gewonnen, 50 Kraul war ich dann Zweiter. Ist für mich aber okay, weil das für mich keine wichtige Strecke ist. Nachher kommt dann noch die 200 Meter Kraul, da will ich dann nochmal gewinnen. Der Sieg blieb ihm nicht verwehrt. Über 200 Meter ließ Backhaus den anderen Schwimmern keine Chance. Er hatte am Ende über 10 Sekunden Vorsprung und konnte sich auch in diesem Jahr mit mehreren Medaillen und dem Berliner Meistertitel aus dem ersten Wettkampftag verabschieden. Ebenfalls ein Kraul-Spezialist, doch nicht einmal halb so alt, ist Jules Levi Strunz vom Berliner TSC. Auch er konnte in seiner Disziplin den Freistil kräftig abräumen. Mit Siegen im 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Finale holte er am Samstag so ziemlich alles, was es für ihn zu holen gab. Da Kraul meine Paradedisziplin ist, freue ich mich sehr darüber, dass ich heute gleich dreimal gewonnen habe. Das Nachwuchstalent Jahrgang 2006 hatte aber auch für den zweiten Wettkampftag noch seine Pläne. Ich hoffe auch, dass ich morgen genauso gut abschneiden werde, vielleicht auch das ein oder andere Mal noch einmal gewinnen kann. Am Ende ging nicht nur ein Tag voller Schwimmsport zu Ende, es gab auch zahlreiche frisch gekürte Berliner Meister aller Jahrgänge und Schwimmstile. Wir gratulieren natürlich allen Gewinnern und freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark an der Landsberger Allee wieder prall gefüllt sein wird.